Willkommen zurück, Desmond. Du wirst froh sein, dass es endlich mal gute Neuigkeiten gibt. Ja? Es ist mir gelungen, eine Energiequelle zu finden und sie ist nicht weit weg. Lust auf einen Trip nach Manhattan? Ist es denn auch sicher? Abstergo wird doch bestimmt nach uns suchen. Nichts ist sicher. Wir können aber auch nicht hier rumsitzen und auf Glück hoffen, oder? Wir brauchen die Energie. Außerdem wirst du unsere Aktionen schon verschleiern. Vielleicht. Die Templer haben ja Zugang zu allen möglichen Satelliten und Kamerasystemen. Wir müssen unsere Digitalsignatur irgendwie verbergen. Den Van kann ich vermutlich auch tarnen. Nur für uns kann ich nichts tun. Das ist doch einfach. Versicherten die örtlichen Versorgungsunternehmen, dass sie auf die bevorstehenden Sonneneruptionen gut vorbereitet sind. Die zu erwartenden Ausfallzeiten bezeichneten sie als minimal. Tja, wenn die wüssten. Was ist das? Eine ferngesteuerte Kamera. Sie versorgt uns mit Bildern, wenn du auf einer Mission bist. Und das ist unsere Sprechverbindung. Wir sind fast da, also hör zu. Das Artefakt ist in einem Penthouse-Büro in Lower Manhattan. Um diese Uhrzeit würde jede Art des direkten Zutritts bemerkt werden. Ich glaube, wir haben bessere Chancen, wenn du von oben kommst. Wie von oben? Ehrlich schon. Leck mich.
Gleich hast du's, Desmond. Da oben auf dem beleuchteten Kran solltest du hoch genug sein für den Sprung. Solltest? Das klappt schon, keine Angst. Naja, ein bisschen Angst wäre schon angebracht. Sicher war sie high, als sie das berechnet hat. Sean! Ein Witz! Das war ein Witz! Nicht übel. So, du bist also Des. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich schätze, dein Verein hat heutzutage wenig Optionen. Wer bist du? Frag deinen Vater. Jetzt gib mir das. Wohl kaum. Pass auf. Ich soll dich zwar nicht umbringen, aber der Boss hat nichts davon gesagt, dass ich dir nicht wehtun darf. Also ich zähle jetzt bis... Ah! Wer zum Teufel ist Daniel Cross? Glaub es oder nicht, er war mal ein Assassine. Der Assassine, so wird es erzählt. Allerdings war er ein Doppelagent, programmiert von Abstergo, um den Orden zu infiltrieren und zu zerstören. Woher wusste er, dass du kommst? Wir könnten aufgeflogen sein. Die müssen gemerkt haben, dass ich ihr Netzwerk hacke und haben Cross geschickt, um nachzusehen. Wenn die wüssten, wo wir sind, wäre es uns bekannt. Aber ich muss sagen, das ist kein gutes Zeichen für künftige Ausflüge. Ich habe da oben Kameras aufgebaut. Wenn jemand kommt, sehen wir es. Ich schlage vor, du suchst einen Anschluss für die Energiequelle. Oder wir gehen zurück zu Connor, wenn du willst. Alle Artefakte der Welt sind nutzlos ohne den Schlüssel. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden. Wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen.
4 Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz all dem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir könnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zis zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es unserer Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, riefen sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Jetzt zogen weiter. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen. Bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre. Und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei. Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, das war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den Siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten?
Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da doch mittendrin. Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair. Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halbgegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja, interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem 100. Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg offensichtlich. Ich weiß, ihr haltet mich für bescheuert, aber ich habe den Eindruck, dass uns jemand beobachtet. Wir werden beobachtet. Von Juno. Oder einer Form von ihr. Glaubst du, es sind Aufnahmen? Oder ist es ein Geist? Oder irgendetwas anderes? Spricht sie mit uns, wie Minerva mit Ezio sprach? Keine Ahnung. Wer weiß, woran die hier unten nachgearbeitet haben. Es gibt so viele Räume, die wir noch nicht betreten können. Aber glaubst du, sie ist wirklich da unten? Und wartet, irgendwo, lebendig? Noch am Leben? Das ist lächerlich. Das hieße ja, sie wäre mindestens 75, 80.000 Jahre alt. Die waren mächtig, klar, aber nicht so mächtig. Sie suchten hier nach Wegen, um zu überleben. Vielleicht hatten sie Erfolg. War es komisch, Cross zu sehen? Was meinst du? Für dich ist es anders. Du weißt wahrscheinlich nicht, was geschehen ist. Er war sehr lange Zeit sehr wichtig für uns. Er war eine andere Person. Sean sagte, er war ein Doppelagent, wie Lucy. Es war anders. Sie hatte die Wahl. Aber Cross, wenn du die Akte liest, Abstergo hat... Sie haben ihm schreckliche Dinge angetan. Rebecca? Du hast Glück, wie wir alle. Es gibt Menschen, die sich um uns kümmern, die auf uns achten. Er war ganz allein und die, denen er vertraute, haben ihn benutzt. Hast du ihn gekannt? Nein, ich kannte nur Hannah. Wer ist das? Sie wollte ihm helfen. Sie traute ihm. Doch letztes Jahr gab es einen Überfall. Sie blieb zurück, während die anderen flohen. Sie wollte mit ihm reden, versuchen, alles in Ordnung zu bringen. Was ist passiert? Was glaubst du, was passiert ist? Sie ist tot, er hat sie getötet. Das ist alles, was er kann. Manchmal scheint es, als sei es das Einzige, was wir alle können. Rebecca,